22 Uhr in Offenbach am Main. Klaus Preis und Daniel Wenzke von der Arbeitsgruppe Tuner, Raser und Poser, kurz AG Trupp, sind mit einem Zivilfahrzeug unterwegs. Ihre Aufgabe? Illegal getunte Fahrzeuge aus dem Verkehr ziehen und für Sicherheit auf Offenbachs Straßen sorgen. Wir haben Samstagabend, da werden dann Örtlichkeiten aufgesucht, wo man sich dann auch gerne mal trifft, um seine Fahrzeuge zu präsentieren. Leider bleibt es meistens nicht dabei. Meistens wird dann noch durch sogenanntes Gummi geben oder Motorengeheule auf sich aufmerksam gemacht, um mal seinen Kumpel zu zeigen, was das Auto so kann. Ich sage immer, je später der Abend, desto schöner die Gäste. Nach kurzer Zeit fährt ein auffälliges Fahrzeug vor ihnen her. Okay, den nehmen wir uns. Ja, den können wir mitnehmen. Dann, ich würde sagen, wir holen ihn uns hier gleich. Machen wir. Okay, dann. Ja, aber den kontrollieren wir jetzt mal. Wir haben ein Fahrzeug vor uns, das eine Abgasanlage verbaut hat, die nicht serienmäßig ist. Ah, er will noch nicht. Ja, jetzt was ist das denn okay. Jetzt? Ja, okay. Da gucken wir jetzt mal nach, was eine Abgasanlage verbaut ist. Einen schönen guten Abend. Bleiben Sie bitte sitzen. Ja. Wegen Verkehr bleiben Sie gerade sitzen. Einen schönen Abend, die Polizei. Ich werde voll aufs Angehalten. Das fragt mich richtig scharf. Gut. Ich wurde gestern aber auch gut, alles klar. Angehalten. Das ist schön. Können Sie trotzdem kurz Platz nehmen? Aber wegen Ihrer Sicherheit, wegen Verkehr. Gut. Schönen guten Abend. Die Polizei in der Verkehrskontrolle. Ja. Sie können den Motorrad mal kurz ausmachen, bitte. Gut. Ich habe Sie noch nie angehalten. Ja, wir erkennen uns noch nicht. Ja, alles gut. Haben Sie auch einen Personalausweis für mich dabei? Personalausweis. Haben Sie auch noch Papiere für Ihr Fahrzeug dabei, für die Felgen und die Abgasanlage? Alles. Gestern wurde auch kontrolliert. Okay. Ja. Wo denn? In Frankfurt am Main. Ich habe sogar noch ein Foto davon. Und können wir erstmal die Unterlagen geben. Klaus Preis und Daniel Wenzke überprüfen, ob alle Umbauten eingetragen sind. Wir sehen halt, das ist nicht die Originalauspuffanlage drauf, ne? Das ist eine andere Endtopfanlage. Das ist, gar, das ist proportional eingetragen. Mhm. Aber trotzdem. Ja. Wir checken schon gerne alles dann. Okay, alles klar. Okay? Unter anderem prüfen sie Art und Breite der Reifen. Ich gucke jetzt einmal trotzdem noch mal nach, was hier eingetragen ist. Ja, aber soweit passt es bis jetzt erstmal. Mit der Abgasanlage müssen wir jetzt gleich noch mal gucken. Da habe ich noch keine Unterlagen zu. Da muss ich gucken, was für eine verbaut ist. Auch wenn er sagt, er wurde gestern schon gemessen, also Standgeräusch gemessen bei ihm. Wem ist aber nicht nachvollziehen können, wer es war, müssen wir es noch mal machen. Wir schauen uns das dann schon noch mal ein bisschen genauer an. Und dazu, zu einer Geräuschmessung, das können wir hier nicht machen, ne? Dann wird die Geräuschmessung zu Ihren Ungunsten ausfallen. Wir setzen uns dann kurz vor Sie und wir fahren da vorne an der Ampel nach rechts. Da ist eine kleine Seitenstraße, da wo wir das in Ruhe durchführen können. Jetzt kommt es darauf an, ist das alles okay? Ist die Anlage soweit okay, dass dann keine Geräuschemission erhöht ist? Ist alles ziemlich schnell erledigt. Ja, alles klar. Sollte die Geräuschemission erhöht sein, dann dauert es länger. Ja, natürlich. Ne? Und kann im schlimmsten Fall, im Worst Case, dazu führen, dass Sie heute mit dem Auto nicht mehr nach Hause fahren. Ich kenne das schon so, weil von der Polizei, also am Auto und alles. Da werde ich das gucken an. Aber ich fahre kein Auto, wo nichts eingetragen ist. Oder alles gut, wir schauen das jetzt an. Ist alles okay? Ja. Ist alles okay? Kriegen Sie die Faust und wir gehen auseinander. Hier direkt an der Hauptverkehrsstraße können wir keine zuverlässige Geräuschmessung machen. Wir fahren jetzt da vorne rechts rein. In der Zwischenzeit kontrolliert Daniel Wenzke die Abgasanlage. Also nur eine Frage, also haben Sie da was überhaupt für die oder haben Sie noch nie was bekommen für die Abgasanlage? Abgasanlage, ich hatte... Es sind Nummern drauf auf den Endrohren. Auf den Endrohren? Da steht E und dann halt Dings, aber nicht im Kreis, auch nicht im Viereck. Das ist schon ein bisschen. Ja, das ist. Hier. Frontstoßstangenansatz, okay, das ist vorne, das habe ich gesehen, okay. Okay, noch was, weil das ist jetzt nicht für die Abgasanlage. Ansonsten, wir messen einfach mal kurz nach. Wir messen jetzt, komm. Genau. Lange Rede, kurzer Sinn, wir messen und dann sehen wir, wo wir landen oder nicht landen. Ja. Okay, gut. Nimmst du? Der Mann hat nicht nur die Abgasanlage verändert. Aber hast du gesehen, da ist hinten komplett die Stoßstange ausgeschnitten. Ne? Da hat sich das komplett zurechtgeschnitten. Um die Lautstärke der Abgasanlage zu messen, begleiten die beiden den Mann in eine ruhige Seitenstraße.
Fahren Sie ein Stück noch vor. Okay. Okay, passt, okay. Passt. Jetzt ist gut. Das ist ein Schallpegel-Messgerät. Ich lege das jetzt ungefähr im 45-Grad-Winkel an. Gehe mit 50 cm Abstand. Okay, let's fetz. Gut, dann los geht's. Langsam hoch auf 5000. Und loslassen. Wie viel darf er haben? 82. 82, ich habe hier 89,5. Ja, machen wir nochmal ein. Sagen wir bei. Er hat ein bisschen höher gedreht am Anfang. Machen wir nochmal ein. Nein, nein, das ist am Anfang haben wir nicht genommen. Nimm es nochmal, okay? Ja, machen wir nochmal ein. Okay, nochmal ein bisschen Gefühl auf 5000. Nicht so schlagartig. Ich hab's schon mal aufgezogen. Der erste Messwert höher als erlaubt. Und loslassen. Das Beste. War genau 88,2. 88,2. Also, da wäre er jetzt bei 83. Der gemeint hat er gestern auch gehabt. 88. Ja. Jetzt schaue ich mir auch nochmal. Jetzt soll ich mal den Motor ausmachen. Okay, machen Sie gerade den Motor aus. Ja, genau. Einfach so bleiben. Genau. Was sieht denn das eigentlich für Anlage? Tja, das ist nämlich das. So gesehen, wie der ausbläst auf der rechten Seite. Ja. Wie gesagt, auch die Nummer, das passt halt. Das passt Ihnen doch vorne nicht. Ja. Also ich weiß nicht, was ein Hersteller das ist. Ich weiß nicht, was für Nummern das sein sollen. Das E am Anfang ist. Jetzt tun wir ihn kurz auf die Bühne. Genau. Ich sage Ihnen jetzt mal, was wir festgestellt haben. Da sind zwei Endschalldämpfer drauf, ja, die nur auf den Endrohren Nummern haben, die uns aber schon komisch vorkommen. Sie können uns keine Papiere vorlegen. Wir können auch nicht mal sehen, was für ein Hersteller das sind, die Endtöpfe. Okay? Ich habe mein Auto sauber gemacht und ich habe ein paar Papiere noch daheim, also im Schublade. Gut, es steht halt nichts drauf. Da steht eine Nummer drauf, ja, aber auch diese Nummer, mit der können wir nicht viel anfangen, sage ich gleich dazu. Es ist auch sehr merkwürdig, dass auf den Endrohren stehen und nicht auf dem Schalldämpfer, sage ich gleich dazu. Wir fahren jetzt mit Ihnen kurz auf die Kfz-Hebebühne. Also, lassen Sie erstmal. Ich bin bei Polizeikontrolle. Können Sie kurz auflegen? Ja, okay. Dankeschön. Herrn Kuhl auf die Kfz-Hebebühne. Heben Sie hoch, gucken Sie von unten ans Auto. Gut, fahren Sie kurz hinterher, bitte. Daniel Wenske und Klaus Preis vermuten, dass der Fahrer eine illegale Auspuffanlage und einen nicht zugelassenen Schalldämpfer eingebaut hat. Das lässt sich aber nur durch einen gründlichen Check klären. Die beiden lotsen den Fahrer zu einer Hebebühne auf dem Gelände der Polizei. Ich mach das Licht an, du kannst den aufmachen. Vom Fahrgeräusch wäre das jetzt nicht so wild an. Ne? Es wäre jetzt alles möglich, dass der Herr hier weggeht mit einer Mängelkarte, dass der Herr hier mit einem erlöschten Betriebserlaubnis weggeht oder im schlimmsten Fall, also im Worst Case, dass das Auto bei uns bleibt und das am Gutachter vorgestellt wird.